kann man sich denn eine Anfangssingularität vorstellen? Also erstmal, was ist überhaupt eine Singularität? Singularität ist das, was der Physiker fürchtet wie der Teufels Weihwasser. Das sind nämlich Sachen, die möchten wir in unserem Universum nicht haben. Alles, was gegen unendlich strebt. Also ganz klar gesagt, wenn bei einem Bruch der Nenner gegen Null geht, dann ist es fürchterlich. Also wenn wir zum Beispiel einen Bruch haben und der Nenner läuft gegen Null, dann ist der gesamte Bruch unendlich. Gucken wir uns ein Universum an, wir lassen es schrumpfen, wir gehen also von dem expandierenden Universum von heute zurück in die Vergangenheit, es wird immer kleiner und kleiner und kleiner, der Nenner wird immer kleiner und kleiner und kleiner, das heißt, der Bruch wird immer größer und größer, das ist das Problem einer Singularität und wir in der Physik, wir versuchen alles, was singulär werden kann, zu vermeiden, weil das bedeutet Unendlichkeiten und das dürfte in einem endlichen Universum im Grunde genommen gar nicht auftreten. So, Anfangssingularität bedeutet nun, wie groß ist denn das Universum? Und ich hatte ja schon gesagt, der Anfangssteckbrief des Universums ist ganz klar. Es ist nämlich nicht 0 Zentimeter. Für einen Physiker ist es 10 hoch minus 35 Meter groß. Damit hat man zwar einen außerordentlich großen Bruch, weil einen sehr kleinen Nenner, aber der Bruch ist nicht unendlich, weil der Nenner nicht 0 ist. Und damit vermeidet man das Anfangssingularitätsproblem, indem man sagt, über die Zeit t gleich 0 oder die Ausdehnung 0 cm weiß ich nichts zu sagen. Ich gehe an die Kausalitätsgrenze und habe damit zumindest, was die Theorien betrifft, eine Grenze gefunden, ab der ich überhaupt erst Physik betreiben darf. Also zum Beispiel alle die kleinen Dinge, Quantenmechanik zum Beispiel, im atomaren Bereich, die können uns wir nicht vorstellen. Ich verstehe kein Wort von dem, was da drinnen los ist. Ich habe die Sprache gelernt und kann rechnen. Und dann interpretiert man das. Ob das was mit der Wirklichkeit zu tun hat oder Wahrheit ist, was wir da jetzt da ausrechnen oder messen, das ist eine philosophische Frage, da haben wir keine Ahnung. Wir beschreiben das, was wir sehen im weitesten Sinne des Wortes, sei es mit einem Mikroskop oder Elektronenmikroskop oder durch irgendeine Messung, also so sehen zu verstehen. Und dann machen wir irgendwelche Formen. Thank you.
Thank you.
Die moderne Physik, bei der die Materie als etwas erscheint, was nur in großer Vergröberung unserem Auge sichtbar ist und das deshalb für uns so wichtig ist, weil unser Verstand dazu gedacht ist, die Welt zu manipulieren, also mit unserer Hand zu begreifen, übersieht, dass im Grunde und der Ursprung alles dieses Seins eigentlich der Geist ist, das noch gar nicht diese materielle Form hat. Thank you.